Hallo ihr Lieben, mein Stream, mein Chat hat entschieden, sie wollten einen Vlog. Ein Vlog davon, wie ich an diesem Wochenende auf der LuxCon bin, dort Dinge erlebe, mit Leuten quatsche. Ich bin sehr gespannt, ob es was zu berichten gibt, aber jeder gute Vlog sollte einen guten Anfang haben. Und wenn ihr mitkommen wollt, dann sollte euch klar sein, nicht nur ihr müsst mitkommen, sondern jede Menge Bücher müssen mitkommen. Und deswegen fängt natürlich dieser Vlog nicht in Luxemburg an, sondern hier in meiner Wohnung. Und jetzt heißt es erstmal aufräumen, Taschen packen. Also ich nehme an, ihr kriegt davon Timelapse. Wenn nicht, dann war es nicht so spannend. Besonders spannend ist eigentlich vor allem der Punkt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das jetzt aus der Wohnung raus, runter und in mein Auto kriege, weil mein Rücken immer noch ziemlich kaputt ist. Aber vielleicht habe ich ja eine helfende Hand. Drückt mir die Daumen und wir sehen uns später. Ciao! Mit der Hilfe von fleißigen Händen. Vielen Dank, Don. Tada, es ist alles eingepackt. Es ist alles im Kofferraum verstaut. Darunter verstecken sich lauter schöne Sachen für euch und lauter schöne Bücher für euch und lauter schöne Bilder für euch. Wow. Bin ich froh, dass ich das nicht alleine tragen musste. Es ist der nächste Tag. Die meisten Sachen sind gepackt. Jetzt auch so Laptop, Tablet, was ich noch so gebraucht habe. Blumen sind gegossen. Und ja, jetzt gilt es, jetzt muss ich losfahren. Mal sehen, wie mir die nächsten 7 Stunden Autofahrt so bekommen, ne? Aber ehrlich jetzt, Leute, möchte ich hier gerade wirklich weg? Es ist gerade perfekt hier. Es ist einfach perfekt. So, und jetzt doch noch ein letztes Mal aus dem Auto. Ich bereue, ihr seht es, es ist sehr hell, es ist sehr sonnig. Ich bereue es jetzt schon, dass ich einen Pullover anhab. Allerdings ist der super weit und lose. Ich hoffe, dass das dann ausreicht, damit ich hier nicht ersticke. Klimaanlage auf jeden Fall gleich am Start. Und drückt mir die Daumen für die ersten 3,5 Stunden bis nach Bochum. Da hole ich dann Anja mit ans Board. Das heißt, mit etwas Glück haben wir dann vielleicht sogar ein paar Aufnahmen während der Fahrt. Denn ich mache das natürlich nicht, während ich fahre. Also, wünscht mir eine gute Fahrt. Und bis bald. Yay, Zwischenhalt. Erste Hälfte des Weges nach Luxemburg geschafft. Jetzt hänge ich hier gerade in Bochum rum, sammle mein Helferlein ein. Und wenn sie nichts dagegen hat, dann lernt ihr sie gleich kennen. Ach ja, nächste Hälfte. Mal sehen, wie gut der Rücken noch mitspielt. Es hat eben einen Moment gedauert, einen kleinen Moment aus dem Auto zu kommen. Aber hey. Passt schon, oder? Yay! Hallihallo! Hi. Das hier ist mein Helferlein neben mir, das jetzt die Kamera führt. Wie heißt du noch gleich? Anja. Wir sind gerade auf dem Weg zu LuxCon, also immer noch, denn alle, die dieses Video von Anfang an gucken, die wissen das tatsächlich. Ich tue so, als würde ich hier gerade ein Intro sprechen müssen, das ist so voll sinnfrei. Und wir regen uns gerade über Menschen auf, die keine Rettungsgassen bilden. Aber das Gute an Staus ist ja, man kann da viel besser YouTube-Videos drehen. Wenn man nur so Schritttempo fährt, dann kann man doch viel besser dabei quatschen. Ne? Genau. Also, wir melden uns dann aus Luxemburg. Wir wollten uns zwar eigentlich erst in Luxemburg melden, aber hey, jetzt ist wieder Stau. Also, so what? Wenn wir nichts Besseres zu tun haben, müssen wir halt mit euch reden. Ich meine, ich kann ja später die Kommentare lesen, aber well. Ist doch kein Problem, oder? Wir wissen noch nicht, ob wir in Luxemburg ankommen. Ja, wir wissen noch nicht wann und ob und ja. Ihr werdet es erfahren. Thank you.
soll mal filmen, weil da kommt gleich Dings. Was sind denn das hier für Regieanweisungen? Guck mal links da, rechts meine ich, das andere links quasi. Ist das nicht schön? Ich weiß ja nicht, was Anja gerade filmt und ob ihr das auch so schön sehen könnt, aber sieht die Sonne. Schön aus. Trier kommt so plötzlich. Trier kommt so plötzlich. Wir wollen nach Trier, wir machen einen kleinen Zwischenhalt. Wind, schnell irgendwas, schnell Getränke kalt, wir kommen mal vorbei. Hast du bestimmt kein Problem damit, oder? Guck mal, jetzt hier, jetzt sieht das alles sehr wichtig aus, sehr nach Ende im Gelände. Das sieht so aus, wie hat sich die Straße verändert. Ja. Und die Zahlen auf den Schildern sehen teils anders aus. Wie kann denn Ort wasserbillig heißen? Was ist hier? 90 ist hier. Okay. 70. Okay. Wir halten uns hier rigoros dran. Mary hat kein Tempomat. Mary muss sich jetzt sehr viel Mühe geben. Willkommen in Luxemburg und ich möchte jetzt ein Schild, auf dem das steht, bevor wir das Video beenden. Diese Gebäude. Wir machen jetzt hier seltsame, unorthodoxe Optionen. Das ist bestimmt nicht so gedacht. I don't know. But. Wir sind da. Das Gäseknäppchen, darf ich vorstellen? Es sieht gar nicht so knäppchenmäßig aus, finde ich. Ah, mir fällt da gerade eine Kleinigkeit auf. Ich sorge mal für einen besseren Ton. Nicht, dass ich wüsste, was wir hier tun und ich deswegen wüsste, was wir hier filmen, aber es sieht echt schön aus, also wenn der Himmel nicht total überbelichten würde. Ah. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir Sabrina finden. Ui. Ja, das ist genau das Richtige. Nach 7-8 Stunden Fahrt jetzt eine Treppe nehmen, das ist genau das, was mein Rücken gut findet. Okay, ich würde sagen, dieses Geländer heißt hier nicht lang. Das erscheint mir eine Sackgasse. Dementsprechend sollten wir wohl hier lang. Mal sehen, was passiert. Ja stimmt, dieser Weg erscheint mir kürzer, so rückblickend. Aber guck mal, was das für ein schöner Blick ist. Guck mal, hier so mit der Abendsonne, die da so durchgeht, ne? So eigentlich nett. Ich überlasse dem Gimbal das Gucken, ich muss auf meine Füße achten. Na, das ist doch ein Ständchen, oder? Es gibt Kunst, es gibt Bücher. Kunst haben wir hier. Meine Mini-Heldin, meine fotorealistischeren Zeichnungen, ein paar zumindest. Meine schönen Naffi-Schuhe-Postkarten, zumindest für treue Käufer. Und hier haben wir Spiritus und eine der Weihnachtsanthologien. Die andere ist übrigens bei Sabrina da unter dem Tuch. Und Naffi-Schuhe und Houston Hall.
Desideria darf nicht fehlen zum Desinfizieren. Einfach mal Hand runterhalten und sich anspucken lassen. Drachenspucke desinfiziert besser als alles andere. Und natürlich ein Stadtland Geek. Und ja, auch in diesem Fall. Die anderen sind bei Sabrina. Da drüben. Mein Gimbal ist sehr seltsam. Aber wir haben es geschafft. So, wir verlassen jetzt das Gelände und hoffen, unsere Unterkunft zu finden im Dunkeln. Oh, wie komme ich denn? Jetzt ist da grün. Okay, aber das ist eigentlich ein Pfeil. Also hier in andere Richtung ist ja spannend. Ja. Aber hier steht auch ein Stoppschild und so. Also es ist offensichtlich auch dafür gedacht, dass man hier rausfährt. Very seltsam. Bitte fahren Sie rechts. Gute Weg 9. Nicht mehr rot. No idea. Understood me? Wir geistern durchs Parkhaus. It's not the yellow from the egg today. Oh, guck mal, da steht was von P4. Genau, wir brauchen P4. Jetzt vom Inneren und ich dachte, wir gucken da mal rein. Für mich findet ihr da oben die Treppe hoch oder hättet ihr gefunden, wenn ihr da gewesen wärt, trifft es wohl besser. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt mal den Rest, solange man hier noch durchkommt. Ne? Was wohl hier so abgehen wird? Sollte ich es mitkriegen, erzähle ich es euch. Nice. Blick für die nächsten Stunden.
Betonung auf Sketch. Sketch. So schnell kann es gehen. Bye bye, Luxcorn. Baba! Das Auto hat auch mal Hunger. Dings. Also Trier nach rechts. Nee. Kommt immer so plötzlich die Grenze. Die Grenze kommt plötzlich. Heißt das, wir können jetzt wieder 100 fahren? Jeha, zu Hause. Zu Hause, wir können wieder Gas geben. Leute, ich bin durch, ehrlich jetzt. Oh. Aber bevor ich schlafen gehe, doch nochmal ein kurzes Rekapitulieren. Also, ich war das erste Mal auf der LuxCon, seit langem mal wieder ein Event im Ausland, wenn man Luxemburg wirklich schon als Ausland zählen kann. Ich meine, es hat sich ja noch alles sehr vertraut angefühlt. Aber es hat auch Spaß gemacht, es war ein Abenteuer und auf jeden Fall werde ich der LuxCon im nächsten Jahr noch meine Chance geben. Es war ein bisschen chaotisch, es gab ein paar Dinge, die der Veranstalter spontan klären musste, was vielleicht dafür gesorgt hat, dass nicht alles so rund lief, wie es eigentlich laufen sollte. Ich habe bisher eigentlich immer nur Gutes von der Planung dieser Veranstaltung gehört. Deswegen auch nächstes Jahr noch eine Chance. Aber was heißt noch eine Chance? Ich meine, ihr habt die Bilder gesehen. Es war auf jeden Fall ein super lustiges Event. Ich habe auch noch nie erlebt, ich war ja in zwei Panels dabei und ich habe noch nie erlebt, dass mein Interviewpartner sich vorher so gut vorbereitet hat auf so einer Veranstaltung. Also unsere beiden Interviewenden haben eben tatsächlich, oder Moderatoren, haben tatsächlich uns gekannt, haben gewusst, was wir mitbringen an Know-how und haben gewusst, wem sie welche Fragen stellen können in dem Kontext. Und das war für mich was ziemlich Besonderes und sehr Positives. Genauso wie die Tatsache, dass ja einfach eine sehr entspannte, offene Kommunikation da war und sehr viele, sehr liebe Menschen.
super coole, lustige Cosplays. Ein bisschen was habe ich ja gezeigt. Ich kam nur nicht immer gleich dazu, dann wirklich ein Video zu machen in dem Moment. Es hat mich selber geärgert. Ich habe manchmal total coole Sachen gesehen und dachte so, shit, warum hast du jetzt dein iPhone nicht dabei? Aber gut. Nächstes Mal machen wir es besser. Es ist mein erster Vlog. Es ist mein erster. Aber ganz ehrlich, es war wirklich schön, aber es war auch ziemlich anstrengend und ich bin es nicht mehr gewohnt. Das habe ich sehr gemerkt. Und rückblickend ist dadurch auch klar, es war, glaube ich, eine gute Idee, nicht nach Leipzig zu gehen, denn die Leipziger Buchmesse ist ein ganz anderes Kaliber und das hätte meinen Rücken echt noch nicht gepackt. Aber umso gespannter bin ich auf das, was jetzt kommt. Aber ganz ehrlich, das Video ist mehr als lang genug und ich denke, deswegen verschwinde ich jetzt in einen Feierabend, bevor es für mich weitergeht. Also, bye! Ja, was wollte ich noch gleich? Liken. Liken, kommentieren und abonnieren. Das wäre klasse von euch. Also, marode Quatsch jetzt. Es wäre sehr cool, wenn ihr mir im Kommi erzählt, was ihr von dem Video haltet. Das war jetzt mein erster Vlog. Das war das erste Mal, dass ich euch mit so einem Video tatsächlich auf ein Event mitgenommen habe und nicht nur in Insta-Stories. Das heißt, ich wäre sehr neugierig, ob euch das Ganze gefallen hat, ob der Schnitt in irgendeiner Form interessant oder funny für euch war oder wo es vielleicht zu lang für euch war, was ihr besonders witzig oder interessant fandet, ob ich das nochmal machen soll. Und ich sage euch ganz ehrlich, nee, während ihr jetzt hier dieses Video guckt, bin ich gerade wahrscheinlich schon auf dem Weg ins Saarland oder bin dort schon angekommen, weil jetzt am Wochenende der Fark Nerd Market ist. Und ich glaube schon, dass ich ein paar Videosequenzen mache, aber ich rechne nicht damit, dass ich noch einen Vlog mache, weil, ehrlich, also diesmal habe ich niemanden, der mit mir mitfährt. Das heißt, diesmal gibt es auf jeden Fall keine lustigen Videos aus dem Auto. Wenn, dann gibt es einem Impressionen vom Event. Vielleicht klappt das. Aber ich will es nicht versprechen. Ihr merkt, dieses Video kommt über eine Woche nach dem letzten Event raus. Daran merkt man schon, da ist so ein bisschen Delay, da ist so ein bisschen zu viel an Arbeit gerade. Aber gerade deswegen wäre es für mich halt interessant, ob sich das lohnt, solche Videos für euch zu machen. Deshalb bitte kommentieren, liken nach Möglichkeit, wenn es euch gefallen hat. Und sollte das noch nicht der Fall sein, dann lasst lieber ein Abo da. Also, ihr Lieben, wir sehen uns vielleicht gerade im Saarland oder wir sehen uns auf Twitch oder wir sehen uns hier im nächsten Video. Also, ciao!